So Leute, wir sind in Zürich angekommen, es ist übelst kalt. Ich sehe wahrscheinlich aus wie Rudolf, die Red Nose Red Reindeer, genau, mit meiner roten Nase. Die wird nämlich immer rot, wenn es zu kalt ist, und könnte natürlich auch die Frau denken, ah, der ist doch bestimmt betrunken, der Junge. Der hat doch da ein Glühwein zu viel. Oder der hat Corona. Genau. Ja, wir haben jetzt gar nicht so viel Zeit, weil es wird ja auch zeitig dunkel. Dementsprechend schauen wir mal, dass wir hier die Zeit gut nutzen und an einem Sonntag, wo nicht wirklich viele Menschen unterwegs sind, das ein oder andere Gespräch machen. Genau. Und wir nehmen dich natürlich wieder mit und lassen das ein oder andere Learning da. Jo, und der Joey, dem zeige ich mal ein bisschen die Stadt, weil so schlimm ist es ja hier gar nicht. Ist echt eine schöne Stadt. Ja, genau. So Leute, der Joey hat gemeint, er fühlt sich richtig. Dementsprechend werden wir mal kurz hier ausharren, die Sonne genießen. Es sind nicht wirklich viele Leute hier gerade unterwegs. Vielleicht wird es später noch ein bisschen mehr werden. Das Ding ist, wir müssen ja schauen, dass wir während der Helligkeit die Videos fertig machen. Und was mir auch aufgefallen ist, ich muss auf jeden Fall meine Ansprüche senken, weil sonst haben wir ja nur englische Gespräche, wenn ich hier ständig nur die russischen Frauen und die ukrainischen Frauen anspreche. Dementsprechend gucken wir mal, dass wir da heute ein bisschen von der Zielgruppe abweichen. Fällt mir nicht ganz so leicht, aber werden wir sicherlich hinkriegen. Auf jeden Fall, ja, es ist jetzt schon ein gewonnener Tag durch das schöne Wetter hier in Zürich. Ist immer schön, wenn ich hier bin, komischerweise. Und dementsprechend, ja, werden wir sicherlich auch noch ein, zwei Gespräche heute in Kasten kriegen. Da bin ich zuversichtlich. Safe Russland. You're from Ukraine, huh? Ja. Was ist jetzt? Ich spreche kein Deutsch, ein bisschen Deutsch. Stushtakoi. Stushtakoi. Paka paka. Ja, manchmal täuscht man sich, hat der Joey gerade auch gesagt, ja. Wir dachten, sie ist schon ein bisschen jünger, aber, also schon ein bisschen jünger. Wir dachten, sie ist noch nicht so alt. Aber ja, wenigstens waren wir da, haben Hallo gesagt. Sie konnte auch kein Englisch, kein Deutsch, von daher, meine Güte. Und wir haben ja dann auch gesehen, okay, naja, schon älteres Semester. Aber zumindest diesen Schritt zu gehen, mal Hallo zu sagen und abzuchecken, hey, könnte ja eventuell was sein. Das ist immer das Wichtigste. Und dementsprechend kann das ja jetzt eigentlich nur besser werden. Könnte ja auch umgekehrt sein. Man könnte sich auch denken, hey, die ist vielleicht schon mal älter und dann geht man hin und dann ja. Ist sie doch nicht so alt. Hatte also ich auch schon häufiger gehabt tatsächlich, dass ich das total unterschätzt habe. Also eine Frau gesehen habe, wo ich mir dachte, naja, komm, so gut ist die gar nicht. Kann man mal zum Warmmachen ansprechen und dann war das auf einmal eine richtig gute. Ja. Und da ist was richtig Gutes draus geworden, ja. Weil manche Frauen pimpen sich ja auch nicht, wenn sie gerade vom Sport oder zum Einkaufen laufen. Und wenn die dann auf dem Date mit Make-up und mit schönen Klamotten erscheinen oder man sie nackt im Bett sieht, denkt man sich dann manchmal, oho, das hätte ich aber nicht gedacht. Ja. Genau, und das hoffen wir doch, dass wir das jetzt auch nochmal finden hier, so einen kleinen Oho-Moment. Ja. Genau. Bonjour. Du bist nicht von hier, oder? You are not from here. No. I see it, because you're looking like a tourist observing the seagulls, right? I'm also not from here, right? Oh, where are you from? I mean, I'm German, but I live most of my time in Austria. Ja, jetzt dachte ich, ich finde mal das erste Gespräch auf Deutsch für euch, aber er war dann doch halt wieder Englisch, obwohl ich von meiner Zielgruppe abgewichen bin. Aber so ist es halt, auch gerade in so einer internationalen Stadt wie Zürich. Ja. Und dementsprechend muss man dann eben auch der englischen Sprache ein bisschen mächtig sein. Ich habe das früher tatsächlich auch nicht so gut beherrscht, aber wenn man so ein paar Basics im Kopf hat, reicht es auch vollkommen aus. Ja, ich habe meine erste Freundin, die ich damals kennengelernt habe, auch auf Englisch angesprochen und auch gedatet, obwohl ich so gut wie gar kein Englisch konnte. Also ein paar Basics einfach im Kopf haben und den Rest lernt man dann. Genau, wir schauen jetzt noch weiter. Schönes Wetter, schöne Atmosphäre. Es füllt sich langsam die Stadt und dementsprechend wird das bestimmt heute auch richtig gut werden hier. You want to stay in touch somehow? Yeah, sure. If you have Instagram or something, I don't know. Yeah. Because you seem to be interesting. Oh, is this a Canon? Yes, it is. I also have a Canon. Oh, gee. 200D. So, da haben wir auch endlich mal eine gefunden, die Deutsch spricht. Ja, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Diese kleinen Annahmen zu Beginn des Gesprächs, also als Gesprächseinstieg, hey, du bist doch von XYZ, sind eigentlich gar nicht so dämlich. Warum? Weil du damit gleich mal triggerst. Ja, bedeutet, die fragt sich dann, hä, wieso? Wie kommt er da drauf? Und du bekommst danach auch gleich die erste Information, wo sie denn herkommt. Und damit kann man meistens ganz gut arbeiten mit dieser Information. Du bist aus Kasachstan, oder? Du bist aus Kasachstan? Kann das Nein. sein? Nein, woher, woher kommst du? Ich bin von hier aus Zürich.
Ich? Nein, ich bin Piefke, Deutscher. Okay, ja. Ja, ich wohne aber viel in Österreich. Ja. Okay. Woher kommst du jetzt? Ursprünglich? Ja. Aus der Türkei. Ach, echt? Ja. Ja, lustig. Mein Friseur ist Türke. Die macht die besten Haare, ja, ja. Die haben. Ja, ich treffe gleich einen guten Kumpel. Okay, alles klar. Dann noch ein bisschen Glühwein trinken nachher. Okay. Naja, weil die sehen alles als Kunst an, auch Haare. Ja. Und wenn ich mich hinsetze, dann macht der Pinebel jedes einzelne Haar perfekt und auch beim Bart. Deswegen mache ich das ganz gerne. Ja, natürlich versuche ich jetzt auch mal Gespräche anders noch zu eröffnen, dass wir auch mal andere Eröffner haben in Zukunft. Aber ja, never change a running system. Wenn du auch was für dich gefunden hast, was gut funktioniert, dann ist das doch super. Natürlich kommt es halt immer viel mehr darauf an, wie man was sagt, wie man dann weitermacht als der Opener. Aber so ein bisschen was, wo man sich festhalten kann, ist gar nicht so schlecht. Genau, in dem Sinne. Schau mal, dass wir die letzte Helligkeit hier jetzt noch ausnutzen. Noch was machen. Ja Leute, man muss sich auch mal unauffällig verhalten. Ja? Gerade in so einer Stadt wie Zürich, wo nicht ganz so viele Leute unterwegs sind, muss man so unauffällig wie möglich agieren. Und da kann man sich auch mal hinter so einem Stromkasten. Okay, wir sind ja gerade bei 2 versus Zürich. Ja, wir haben natürlich kein Geld als Leute, die nicht aus Zürich kommen oder aus der Schweiz kommen, müssen natürlich jetzt das Wasser vom Brunnen nehmen. Das Ding ist, ihr müsst am Anfang erstmal einen ganz kleinen Schluck nehmen. Ja, bedeutet, ich nehme jetzt hier diesen kleinen Schluck Wasser aus diesem Brunnen heraus und schaue jetzt mal so 15, 20 Minuten, ob mein Magen das vollträgt. Wenn das funktioniert, ja, dann können wir natürlich auch die Flaschen hier auffüllen. Aber natürlich immer erstmal hier die Probe machen, ob da nicht irgendwelche Bakterien drin sind für so Schnorrer wie uns beide. Ich würde ja gerne Wasser kaufen, aber wenn hier halt die Wasserflasche auch 75,90 Euro kostet, ja, dann ist es natürlich auch auf lange Sicht für mich ein Problem, hier überhaupt Wasser zu trinken. Dementsprechend schauen wir, dass der Brunnen uns hier im besten Fall keine Magen-Darm-Beschwerden beschert. So. Und dass wir jetzt im letzten Licht auf dem Weg zurück ins Hotel noch ein Gespräch finden. Oder Joey? Genau. Wir sind Haifisch. Oh, noch ein bisschen zu werden. Du siehst so tiefenentspannt aus. Hattest einen sehr guten Tag heute wahrscheinlich, oder? Siehst so aus, hier ist ganz viel Alkohol drin tatsächlich. Da hat man jetzt nochmal ein schönes Gespräch hier am See gehabt. Ja, was für euch wichtig ist, ihr müsst halt immer eure Augen offen halten. Gerade an einem Sonntag gibt es halt viele Frauen, die einfach einen Spaziergang machen. Das sind natürlich die besten Möglichkeiten, weil eine Frau, die vergeben ist, wird an einem Sonntag sicherlich nicht alleine durch Zürich spazieren. Und deswegen sind die Sonntage meistens extrem gute Tage, wenn man sich auf die Frauen, die entspannter, langsamer durch die Stadt laufen, konzentriert. Ja, haben wir jetzt gemacht, hat wunderbar funktioniert. Wir schauen weiter. Okay Leute, wir haben jetzt gerade noch einen kleinen Glühwein getrunken und was gegessen. Ich habe gerade hier tatsächlich die Legende getroffen, die Legende aus Zürich, der liebe Idris. Ja. Und morgen geht's auch schon weiter in die nächste Stadt. Wir werden vielleicht morgen früh nochmal kurz was machen. Ich weiß es nicht, ob wir Zeit dafür finden. In München haben wir es uns ja auch vorgenommen, aber wir haben es dann schlussendlich gemacht. Kommt darauf an, wie das Wetter ist, wie unsere Laune ist. Auf jeden Fall haben wir heute ganz gut abgeliefert, die 1,5 Stunden, 2 Stunden, die wir draußen waren. Hat Spaß gemacht. Und ja, gucken wir mal, was der morgige Tag so bringt. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Also, bis morgen. So, Tag Nummer 2 in Zürich. Wir sind aber auch gleich schon wieder am Abreisen. Gleich geht's in die nächste Stadt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit hier, bevor der Zug fährt. Und die nutzen wir natürlich auch vernünftig. Ja? Und wir werden jetzt gleich mal hier in ein Erotik-Outlet gehen, einfach um zu schauen, was es da gibt. Ja, 3 DVDs für 25 Euro. Alter. Nicht schlecht. Das müssen gute Filme sein. Da würde ich mich natürlich echt interessiert nach vorne lehnen. Und 70% auf alles. Schauen wir, was wir da drin finden. So, Julia, wollen wir hier links nehmen oder rechts? Hier links sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. So, jetzt haben wir hier natürlich auch für die ganzen verzweifelten Leute, die das mit dem Ansprechen nicht hinbekommen, das perfekte Produkt gefunden. Soll ich das mit ins Sortiment aufnehmen, Julia? So Leute, wir haben jetzt eine gefunden, die sitzt gerade am See, am Zürichsee. Der Joey hat sich jetzt hier an der Brücke positioniert, ihr seht ihn nicht. Aber sieht auf jeden Fall lustig aus, weil er einfach so wirklich von oben herab dann filmen wird, das Ganze.
Ja, Leute, so geht's auch manchmal. Ja, Schlag auf Schlag. Das war jetzt ziemlich interessant, weil wir hatten sie gesehen. Ich wollte sie eigentlich ansprechen, als sie am See saß. Aber dann ist sie aufgestanden. Der Joey hatte sich schon in Position gebracht und ist Richtung Straßenbahn gelaufen. Und ich habe dann erst festgestellt, dass sie ziemlich groß ist, weil ja, normalerweise spreche ich eigentlich hauptsächlich Frauen an, die ein bisschen kleiner sind als ich. Ich glaube, sie war ungefähr gleich groß. Ich weiß, dass viele von euch ja auch immer so diese Blockade haben im Kopf, aller hey, ah, ich bin so klein, dies, das, jenes. Ich bin auch nicht der Größte. Ja, ich bin auf meinem Ausweis 1,78, fühle mich aber wie 1,90. Und dementsprechend ist es den Frauen auch egal, wenn du eine gewisse Männlichkeit, eine gewisse Dominanz an den Tag legst und vor allem auch überzeugst in anderen Dingen, ja, dann spielt die Rolle auch manchmal nicht so die große Rolle, ja. Spielt die Rolle nicht die große Rolle, habe ich gerade gesagt? Spielt die Größe auch manchmal nicht so die große Rolle, ja. Es ist halt beim Online-Dating natürlich so eine Sache. Da ist Größe immer wichtig, aber im Direktkontakt kannst du mit ganz anderen Attributen punkten. Und ihr habt ja gesehen, sie hat ja am Ende auch gesagt, boah, voll cool, dass du mich angesprochen hast. Ja, bedeutet, Frauen mögen das auch mal angesprochen zu werden auf eine vernünftige Art und Weise. Man muss sich da nicht in die Hose kacken. Genau. Ja. Und das Ganze jetzt hier auch an einem Montagmittag, wo eigentlich theoretisch die schlechteste Zeit zum Ansprechen ist, kann man schöne Frauen treffen. Ja, es ist wirklich, es gibt keine Ausreden. Das will ich damit eigentlich sagen. Oder Joey, Ausreden sind echt Käse. Genau. Genau. Ja, und so kann es gehen, Schlag auf Schlag. Ja, tatsächlich ist die eine Frau gerade in die Straßenbahn eingestiegen und da kam auch schon die nächste um die Ecke und es hat auch wunderbar funktioniert. Genau denselben Gesprächseinstieg gemacht. Es ist halt wirklich so, dass das einfach ganz gut funktioniert. Aber natürlich muss man halt ein paar Dinge auch richtig machen danach. Ja. Und ja, auf jeden Fall noch einen guten Kontakt gewonnen. War auf jeden Fall vom Kleidungsstil her interessant, aber ich habe halt gesehen, wie sie von vorne aus gesehen hat und dementsprechend war das für mich interessant. Und hat auch wunderbar funktioniert. Genau, mein Arm fällt gleich ab. Wir schauen jetzt, dass wir noch was zu essen finden hier. So Leute, hier die gebrannten Mandeln. Die ist in der Schweiz gekalt, abgepackt. Ja. Haben sie sich gleich 200 Gramm geholt, Joey, ne, damit hier auch für dich was übrig bleibt. Aber wir mussten feststellen, es ist halt echt nicht so lecker. Ja, also ich glaube, die werden nicht aufgegessen heute. So Leute, Tag vorbei. Haben nochmal eineinhalb Stunden verbracht in der Mittagszeit in Zürich. Zwei Gespräche gemacht, waren auch beide gut. Ja, ich habe zum Joey auch gesagt, wenn das jetzt so weiterläuft die nächsten Tage, da brauchen wir weniger machen, wenn gefühlt jedes Gespräch irgendwie zum Erfolg führt. Ist natürlich nicht immer so. Ja, ich weiß auch nicht, woran es lag, dass die Quote hier in Zürich so gut war. Ach, nicht über meinen Koffer gefallen. Ja, aber so ist es ja. Wenn man ein paar Dinge richtig macht, dann ist es halt auch so, dass man planbare Ergebnisse hat. Wir gehen jetzt zum Bahnhof. Ab in den Zug in die nächste Stadt. Und da werden wir dann natürlich auch mal wieder was Neues probieren, dass nicht immer die gleichen Gesprächsöffner hier gemacht werden. Wird ja langweilig mit der Zeit. Ne? Da habe ich mir was Interessantes überlegt. Was es ist, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen.